Die Gewerkschaft Verdi tritt die Berliner Kinder mit Füßen. Sie setzen sie jetzt vorsätzlichen Gefahren aus. Sie provozieren Entwicklungsstörungen auch bei meinen Kindern. Worum geht es? Es geht darum, dass die Gewerkschaft der Spinner und Verrückten in Berlin einen Erzwingungsstreik ab Montag ausgerufen hat, einen unbefristeten für Berliner Kita-Betriebe. Es geht um die Erpressung des Berliner Senates, dass sie ihr eigenes Gesetz missachten. Mir platzt jetzt langsam die Hutschnur, weil sie alle völlig wahnsinnig sind. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute muss ich mal aus eigener Sache berichten, was mich wirklich zur Weißglut treibt. Es geht um die Situation in den Berliner Kindertagesstätten, wo sich Verdi erdreistet hat, für nur 20% der Kinder in Berlin bessere Bedingungen herausverhandeln zu wollen. Und weil sowas asozial ist, wenn man nur auf einem kleinen Teil der Kinder sich stützt und für die was verbessern will und die anderen Kinder außen vor lässt, weil sie das so toll finden, haben sie eine Urabstimmung gemacht und möchten jetzt in einen Erzwingungsstreik gehen. Genau die, die es schlecht fanden, dass wir in Corona unsere Kitas geschlossen haben, wollen jetzt in Berlin 6 Wochen lang unbefristet streiken und die Kinder nicht mehr betreuen. Das ist Gefährdung von Kindeswohl und zwar in tausenden von Fällen. Die Kinder haben jetzt schon Probleme, wenn in den Sommerferien die gewohnten Erzieher mal länger krank sind, mal Urlaub haben und die Gruppen ständig neu gemischt werden. Dann gehen die Kinder morgens auf einmal nicht mehr gerne in die Kita, sondern sie fangen an zu klammern, zu weinen und sonst was. Aber genau die Gewerkschaft Verdi und die GEW meinen, indem sie hier einen Entlastungstarifvertrag von dem Abgeordnetenhaus abpressen wollen mit erpresserischen Methoden, würde hier die Situation ändern. In Berlin, ich erkläre euch das, damit ihr das vollständig verstehen könnt. In Berlin sind ungefähr 20% der Kitas in Hand des Landes Berlin, die sogenannten Kita-Eigenbetriebe. Alle anderen Kinder sind in freier Trägerschaft in irgendwelchen Kindertagesstätten. Für alle diese Kinder in Berlin, es sind ungefähr 127.000 betreute Kinder im Kindergarten, gibt es einen vorgeschriebenen Personalschlüssel. Es ist also vom Land Berlin eindeutig festgelegt, wie viele Erzieher pro Kind es in jeder Einrichtung zu geben hat. Denn wir sind alle gleich, ja? Zumindest in der Behandlung gegenüber dem Staat. Was macht jetzt Verdi und GEW? Sie fordern einen Entlastungstarifvertrag, aber eben nicht für alle in Berlin, sondern nur für die Eigenbetriebe des Landes Berlin. Sie wollen hier eine Extrawurst und das geht gar nicht. Rechtlich gesehen darf das Land Berlin nicht einen extra Tarifvertrag abschließen mit nur den Eigenbetrieben. Denn das Land Berlin ist Mitglied in der TDL, der Tarifgemeinschaft der Länder. Und die Tarifgemeinschaft der Länder hat es dem Land Berlin untersagt, eben weitere Verhandlungen hier aufzuführen. Es gibt nämlich einen ganz normalen, logischen Schritt. Dieses Gesetz in Berlin, was den Betreuungsschlüssel regelt, kann man einfach ändern. Also man geht hin im Abgeordnetenhaus, schreibt dem Senator und sagt, wir wollen nicht mehr, dass pro einem Erzieher 13 Kinder möglich sind, sondern nur noch 12. Dann ändert man das Gesetz und wenn das Gesetz veröffentlicht ist, tritt das in Kraft und gilt für alle in Berlin. Für alle Kinder, egal ob sie betreut werden in freier Trägerschaft oder in kirchlicher oder in der vom Land Berlin. Nein, das möchte diese Gewerkschaft nicht. Diese asoziale Verdi- und GEW-Gewerkschaft, anders da kann ich das nicht sagen, möchte, dass ihre eigenen Betriebe besser gestellt werden. Sie wollen eine Zweiklassenbetreuung der Kinder hier und das bringt mich so auf die Palme. Sie sind so feige und sagen sogar, nee, wir wollen das nur für uns, wir wollen das gar nicht für die anderen, sollen die doch gucken, wo sie bleiben. So eine Ellenbogenmentalität. Ich könnte im Dreieck kotzen, ihr wisst, wie man das macht. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Und jetzt, der Senat hat gesagt, das läuft nicht. Das läuft ernsthaft nicht, weil der Senat kann nicht rechtsbrüchig werden. Das kann man von ihm nicht verlangen. Man könnte vom Senat aber verlangen, dass sie das Betreuungsgesetz einfach ändern. Das möchte die Verdi nicht. Das möchte auch GEW nicht. Das würde zu lange dauern. Was ist jetzt schon passiert in der Vergangenheit? Es gab schon Dutzende Warnstreiktage, auch mehrere aneinanderhängend. Und die Eigenbetriebe haben jetzt so viele Kinder verloren, dass die Eigenbetriebe 500 Vollzeitstellen mehr besetzt haben
als sie inzwischen Kinder zum Betreuen haben. Jetzt wird genau das passieren, was sie immer vermeiden wollten. Der Senat wird über den Landesbetrieb jetzt seine eigenen Erzieher anfangen müssen zu entlassen, weil sie so lange gestreikt haben, dass die Kinder alle in die freien Träger gewandert sind, die nicht streiken. Jetzt soll ich darunter leiden und meine Frau. Ab Montag wollen sie 6 Wochen lang dieses Theater aufführen, wo ich mir nur sagen kann, wenn ihr ja wenigstens fordern würdet, dass es für alle gleich wäre. Okay, nein, ihr fordert offen und aktiv eine Ungleichbehandlung der Kinder in Berlin und dafür, ihr gehört, ist so asozial, Leute, wie könnt ihr das machen? Also die armen Kinder, die nicht in einem Eigenbetrieb des Landes sind, haben zwar keine Streiktage, aber kriegen auch keine bessere Qualität. Es geht nämlich hier um einen Qualitäts- und Entlastungstarifvertrag. Sie meinen ernsthaft, wenn bei 20% der Kinder in Berlin mehr Personal ist, dann ist schon alles gewuppt. Die anderen 80%, die ignorieren sie. Und das ist ein Angriff auf unsere Kinder, wo ich sage, sowas da, das ist eine Gewerkschaft. Und das Schlimme ist, die Gewerkschaften sind die Asozialen in diesem Land. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Jetzt sollen 20% der Kinder 6 Wochen lang zu Hause bleiben, um vielleicht irgendwen hier zu erpressen, damit der rechtsbrüchig wird. Wenn der Senat hingeht und den Eigenbetrieben mehr Personal gibt, behandelt er die Betriebe ungleich. Das kann er gar nicht machen. Dann fliegt er aus der Tarifgemeinschaft der Länder raus. Das ist völliger Wahnsinn. Ja, ich weiß, Sie argumentieren mit dem Sonderfall einer Klinik in Hannover. Das Ganze ist noch gar nicht klar, ob das überhaupt geht. Aber was meint ihr, was jetzt los ist? Die Kollegen, die ganze Zeit gestreikt haben, kriegen jetzt ihre Kollegen dann bald wegentlassen. In meiner Kita sieht das ganz gut aus. Es sind 144 von 150 Kindern noch da. Es gibt aber andere, da sind es keine 100 mehr von 150. Und da wird man anfangen, Kollegen zu entlassen. Und was habt ihr dann davon? Gar nichts. Ihr müsst mitdenken, Leute. Das ist so hirnlos, was sie da machen. Ich sage von Anfang an, ihr müsst dafür demonstrieren gehen, dass der Personalschlüssel geändert wird. Ihr habt eine politische Forderung und dafür muss ein Gesetz geändert werden. Und dafür habt ihr auch nicht zu streiken. Ihr könnt streiken für andere Arbeitsbedingungen, ja. Aber ihr könnt nicht streiken, damit die Politik ein Gesetz ändert. Ihr könnt streiken für Arbeitsbedingungen, die man mit euch vertraglich vereinbart. Da es aber ein Gesetz gibt für den Personalschlüssel, kann der Betrieb das gar nicht vereinbaren, wenn das Gesetz oben drüber steht. Aber dafür fehlt bei vielen anscheinend hier in Berlin die Bildung. Ich habe es sogar versucht, das Ganze mit einem Rechtsanwalt gerichtlich verbieten zu lassen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das absolut nicht geht, was Sie hier fordern. Es ist kein Anwalt bereit, das zu machen, denn gegen die Gewerkschaften wollen sie alle nicht vorgehen. Und ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt machen wollen. In meiner Kita streikt mindestens die Hälfte des Personals. Und wenn Streik ist, dürfen Leiharbeitskräfte auch nicht mehr eingesetzt werden. Völliger Wahnsinn. Die einen streiken und die Leiharbeitskräfte sitzen zu Hause ohne Geld. Die, die dann verblieben sind, sollen einen Notbetrieb organisieren. Und da werden sie dann auch wieder Kinder ungleich behandeln. Hatten sie am Anfang vor. Sie wollten tatsächlich die Kinder aus den Gruppen, wo die Erzieher streiken, bleiben halt zu Hause. Wo meine Frau, die ist da Elternsprecherin für die gesamte Kita, gesagt hat, wenn ihr schon wieder Kinder ungleich behandelt, rasten wir jetzt völlig aus. Alle Kinder haben ein Anrecht, in die Kita zu kommen. Dann halt nur noch 4 Stunden statt 8 Stunden am Tag. Die Kinder können nichts dafür, welcher dieser Erzieher streikt und welcher nicht. Ich bin gespannt, wie lange sie das jetzt auf dem Rücken der Kinder hier machen wollen. Mir platzt bald die Hutschnur und ich kann nur sagen, Leute, Sie sind völlig wahnsinnig. Sie sind wirklich völlig wahnsinnig. Sie sind vor allem egoistisch und begründen das Ganze damit mit dem hohen Krankenstand bei den Erziehern. Ja, liegt aber vielleicht nicht an den schlechten Arbeitsbedingungen, sondern daran, dass Kinder immer die Seuche rumtragen. Und mit der hohen Teilzeitquote. Ja, das liegt vielleicht daran, dass man in diesem Land Teilzeit arbeiten kann. Niemand zwingt einen, Vollzeit zu arbeiten. Und das sind die Gründe, warum sie hier einen Entlastungstarifvertrag brauchen. Als ob die Teilzeitkräfte 1 Stunde mehr arbeiten, wenn sie 9 Kollegen haben. Welch eine Illusion. Aber das ist Berlin 2024. Ich wollte euch das mal gesagt haben. Falls ihr demnächst mal wieder irgendwo einen Schatten seht, könnte sein, dass eines meiner Kinder in meiner Nähe sitzt. Da muss ich auch aufpassen, welches Thema ich abhandle. Dann können wir nicht offen über Vergewaltigung sprechen. Das wäre wirklich blöd. Es ist aber trotzdem völliger Wahnsinn, wie sie immer noch der felsenfesten Überzeugung sind, dass das ihnen jetzt hilft. Verdi hat natürlich vorher das Streikgeld erhöht. Und es sind Personalratswahlen bei Verdi. Wer hätte das gedacht?
dass es am Ende immer nur um egoistische Interessen geht. Anstatt für alle Berliner Kinder eine Verbesserung zu fordern, wollen sie sich selbst hier bevorzugen und plündern dafür jetzt erstmal 6 Wochen lang die Streikkassen von Verdi und GEW. Ich sage euch, habt ihr euch schon mal mit dem Progressionsvorbehalt beschäftigt? Fragt mal eure Ehemänner, liebe Erzieherinnen in den Berliner Kitas, ob das so sinnvoll ist, Streikgeld zu nehmen, so ähnlich wie Kurzarbeitergeld. Hinterher kommt dann die Klatsche vom Finanzamt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Bist du auch betroffen oder kannst du mich überhaupt nicht nachvollziehen und sagst, ich soll mich wieder beruhigen? Mein Cappuccino ist schon leer. Ich glaube, ich brauche noch einen. Und damit sage ich ciao, bis bald.